Genau, der kümmert sich hier um deine Sachen. Hallo, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute nehme ich euch wieder eine Runde mit durch meinen Alltag. Ich habe mich allerdings gerade total geärgert über eine Firma, mit der ich telefoniert habe. Es ist wirklich unglaublich. Dazu muss ich mich erstmal ein bisschen beruhigen und dann erzähle ich euch auf jeden Fall im Laufe des Videos, um was es geht, warum ich mich so geärgert habe. Jedenfalls steht heute noch auf meinem Plan, dass der Max und ich, also wir beiden, die Federwippe abbauen, damit ich die noch zur Post bringen kann. Also ich fahre ja total ungern zur Post bei uns, weil das so super kompliziert ist, da einen Parkplatz zu finden und mit meinem Panzerauto gar nicht so einfach ist. Außerdem mit Liam im Auto und dann noch diese riesen Pakete, also es sind zwei große Pakete, die wir quasi benötigen für die Federwippe. Aber die muss jetzt wirklich mal weg, weil der Liam ja jetzt schon 10 Monate alt ist und er definitiv zu groß einfach ist. Es ist viel zu gefährlich natürlich. Er kann da jetzt schon raus und das möchte ich natürlich nicht. Und deswegen kann sie jetzt weg. Auf jeden Fall hat sie uns treue Dienste geleistet und das machen wir jetzt erstmal im Anschluss, dass wir die Federwippe abbauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Anschluss wieder. Ja, mit der tollen Neuigkeit der Firma, die mich geärgert hat. Gut, dass wir den Max haben, ne, Liam? Guter großer Bruder. Spielt der Max gerade Tetris? Warum muss es auch ruhig sein? Ich bin ja auch so ein Monk, ne? Ich habe das ganze Verpackungsmaterial aufgehoben, weil ich das mir schon gedacht habe, dass wir das dann eben noch mal brauchen werden, damit das nicht verkratzt. Haben wir das jetzt schön außenrum. Und das habe ich noch zusätzlich geholt. Und da kommen jetzt die Federn rein, der Motor und da drüben kommt diese Wippe an sich rein. Hier ist noch die Aufbewahrung. Federn, Betriebsanleitung, wie hat der Max gerade so schön gesagt, damit sie sehen, dass wir ordentlich sind. Ja. So, die Federwippe, die ist jetzt auseinandergebaut und ich würde sagen, bevor ich jetzt zur Post fahre, zeige ich euch noch kurz mein Outfit. Und zwar habe ich hier das allererste Mal heute diesen Pullover hier an. Ich finde, der ist sehr raffiniert gemacht am Ärmel. Der ist auch sehr, sehr weich und zwar ist der von Naked. Dann habe ich hier dieses Hemd oder Bluse, die ist top aktuell bei Zara erhältlich. Die Lederimitat Leggings, die ist von Sassy Classy, die habe ich aber auch schon eine ganze Weile. Und ich werde immer danach gefragt, woher die denn ist. Die Schuhe, die sind auch schon etwas älter, die gibt es aber auch noch bei Naked. Die habe ich auch sehr, sehr oft während der Schwangerschaft getragen, weil die wirklich ultra bequem sind. Und mein Schmuck, der ist von Mein Punkt. Hier meine allerliebste Kette. Da sind die Namen meiner Söhne eingraviert. Das machen die ja im Shop. Ich finde das sehr, sehr speziell und wie gesagt, die trage ich sehr gerne. Die Ohrringe, die habe ich von Leonardo. Dazu habe ich auch einen richtig tollen Rabattcode für euch bekommen. Da könnt ihr gerne mal unten in der Infobox vorbeischauen. Ich werde euch auch alles verlinken, damit ihr nicht lange danach suchen müsst. Und für meinen Punkt habe ich für euch auch noch einen Rabattcode. Wie gesagt, ich schreibe euch dazu alles unten in die Infobox. Und jetzt werde ich mal zur Post fahren, wie gesagt, damit ich dann im Anschluss noch eine Runde raus kann. Denn das Wetter ist sehr, sehr schön. Nehme natürlich die Bella mit und den Liam, damit wir das Wetter noch ein bisschen genießen können. Und erzähle euch dann im Anschluss, warum mich diese eine Firma so geärgert hat. Ja, was da los war. Genau, so machen wir es. Also, jetzt geht's erstmal zur Post. Richtig, richtig schön das Wetter. Oh, ich genieße es gerade total. Allerdings bin ich etwas außer Atem. Ja, ich habe keine Kondition. Ganz kurze Pause. Und Bella ist auch da hinten irgendwo. Da oben spielen auch gerade ganz viele Kinder. Also falls ihr das hört, nicht wundern. Ganz schön, dass sie draußen sind. Und ich nutze ganz kurz die Zeit und berichte euch eben über diese Sache, die mich total verärgert hat. Und zwar hattet ihr mir eine Firma empfohlen, zu der man aussortierte Klamotten schicken kann.
Und ich würde sagen, ich blende euch jetzt mal die Sequenz ein, die ich im Sommer abgefilmt habe, eigentlich für euch. Aber dann, ja, war Sommer und Urlaub und so weiter und deswegen habe ich das dann nicht mehr online gestellt. Aber es ist ganz gut, dass ich diese Sequenzen noch habe, denn da sieht man ganz genau, was ich eben aussortiert habe. Ganz viele neue Sachen noch mit Etikett dran. Und was die Firma dann im Anschluss gesagt hat, seht ihr? Ich erzähle es euch. Jetzt auf jeden Fall erstmal die Sequenz. Also, jetzt geht es erstmal weiter und ihr schaut euch das mal an. Also, Wintersachen auf die Seite. Heute sind nur die Sommersachen dran. So. Das nimmt schon mal ganz schön viel Platz weg. Das kommt hier hin, das kommt hier hin. Und das sind alles Wintersachen. Eieiei. So, na dann haben wir das ja schon mal. Genau. Ach Gott, das habe ich mir mal gekauft. Das ist von Benetton. Ja, also wahrscheinlich wollte ich mal Polizistin werden. Keine Ahnung, das ist wie so eine Polizeiweste. Okay, weiter geht's. Das sind alles Sommersachen. Genau, die kommt weg. Die ist mir zu groß. Aber weiß passt ja zum Sommer. So, dann das ist Winter. Ich mache mal im Schnelldurchlauf und mache euch Musik drunter, okay? Weil das dauert sonst zu lang hier. In the city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves so. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me. So, also die Sachen habe ich jetzt aussortiert. Ich weiß gleich, ob ihr es sehen könnt. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier und hier sind einige Markensachen dabei. Also zum Beispiel. Ja, Zara, das ist Burberry, dann habe ich hier Esprit, Max und so weiter. Hier habe ich noch Sir Oliver und Benetton und so weiter. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt rauskommen wird. Und zwar habt ihr mir einen Tipp gegeben, stand in den Kommentaren. Es gibt wohl online eine Firma, da kann man Sachen hinschicken. Ich habe das jetzt mal beantragt. Ich glaube, ich habe knapp 9 Euro bezahlt. Für dieses Teil. Da packe ich jetzt die ganzen Klamotten rein, verschicke die und bin dann mal gespannt, was dabei rumkommt. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich packe das jetzt alles ordentlich hier rein und ja, sag euch dann, was dabei rumgekommen ist. Ja, bin ich mal gespannt. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Aber der ist mir leider viel zu groß. So, okay, dann machen wir das Ganze jetzt zu. Adresse steht schon drauf. Und dann bin ich mal gespannt. Und hier sind jetzt die ganzen Wintersachen. Die verschicke ich jetzt noch nicht, weil das eben nicht zur Saison passt. Und den habe ich jetzt aussortiert. Ja, okay, weiter geht's. Wir sind wieder zurück und ich würde sagen, der Spätsommer enttäuscht mich nicht. Ich liebe es wirklich. Die Sonne scheint so, so toll. Der Liam hatte total Spaß draußen. Wir haben Eichhörnchen gesehen. Der Max ist gerade da und passt auf ihn auf. Und die Bella hatte natürlich auch ihren Spaß. Und jetzt erzähle ich euch, wie versprochen, was denn da eigentlich los war. Ich setze mich mal eben hin, damit ich euch darüber berichten kann. Also ich habe mich wirklich total geärgert. Und zwar habe ich euch eingeblendet, dass ich da alles aussortiert habe. Ich habe auch wirklich einen ganz großen Teil meiner Cousine mitgebracht. In Italien hatte ich einen großen Koffer dabei. Hatte ich euch, glaube ich, auch in einem Vlog erzählt.
Und den Rest habe ich eben verschickt, aber da waren ja teilweise wirklich die Etiketten dran. Kein einziges Kleidungsstück hatte irgendwelche Löcher oder war wirklich total abgeranzt, sondern die Sachen waren wirklich noch toll. Und ich habe mich total gewundert, dass ich nichts mehr von denen gehört habe. Habe auf meiner App nachgeschaut und sehe meine Kleidungsstücke nicht, ja. Und deshalb habe ich bei der Firma dann angerufen und habe mich erkundigt. Und die Mitarbeiterin meinte, nee, also sie sieht da auch keine Klamotten. Die Sachen sind zerschreddert worden. Also die sind einfach weggekommen. Und ich war total perplex am Telefon. Ja, so, wie bitte? Also die Sachen waren doch auf jeden Fall noch in Ordnung. Nee, sagt sie, also die haben das kontrolliert und die Sachen sind weggekommen. Also recht wenig Lust zu arbeiten. Also die hatte irgendwie gar keinen Bock. Die war sehr unfreundlich. Aber gut, habe ich mir gedacht, vielleicht hat sie einen schlechten Tag. Ich habe einfach nach meinen Kleidungsstücken gefragt, weil da irgendwie nichts zu sehen ist. Und dann meinte sie, nee, also sie kann da nichts erkennen. Alle Kleidungsstücke wurden zerschreddert. Und wusste gar nicht mehr, was ich sagen sollte. Und ich würde niemals irgendwas verschicken, was irgendwelche Löcher hat oder nicht mehr zu gebrauchen ist. Ja, also ich finde, es geht gar nicht. Das macht man ja nicht, ja. Und ich habe mich deshalb so geärgert, weil ich diese Kleidungsstücke natürlich auch hier in den Container hätte legen können. Also auf jeden Fall noch jemandem eine Freude machen können, der ja diese Kleidungsstücke auf jeden Fall noch verwendet hätte. Aber man kann das doch nicht einfach wegwerfen. Wo gibt's denn sowas? Dann hätte ich mir natürlich auch nicht die Mühe machen brauchen und diese Arbeit, das Ganze auszusortieren und wegzuschicken, vor allen Dingen auch noch Geld dafür bezahlt habe, ja, für dieses Porto. Und die werfen das einfach weg. Ey, wo komme ich denn da hin? Ich finde, das geht gar nicht, ja. Diese Firma habt ihr mir empfohlen. Ich war da auch sehr dankbar drüber, weil das natürlich gut ist, wenn die Sachen einfach nochmal Verwendung finden und ja, dass aber nichts geworden ist mit dieser Firma. Und ich wollte euch darüber berichten, weil das ja jetzt so für mich auch ein kleines Resümee war, diese Firma auf gar keinen Fall weiter zu empfehlen. Und ja, so viel dazu. Ich habe das der Mitarbeiterin dann aber auch ganz klipp und klar gesagt, dass ich sowas nicht empfehlen kann, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist. Und ich mich dann ganz kurz aufgeregt habe, aber jetzt ist natürlich wieder alles gut. Mein Gott, es gibt Schlimmeres, aber ich habe es euch versprochen, vor ein paar Monaten, als ich das Ganze aussortiert habe, dass ich euch auf jeden Fall sagen werde, was dabei rausgekommen ist. Und ich würde sagen, ein Satz mit X, das war wohl nichts. Ja, also gut, so viel dazu. Egal, schwamm drüber. Wie gesagt, es gibt Schlimmeres. Und jetzt würde ich sagen, mache ich hier mal weiter. Nehme euch weiterhin eine Runde mit. Und ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Ich habe hier so viel Arbeit. Wir haben auch noch Türgitter gekauft und bestellt und die sind auch noch nicht dran. Hatte ich euch auch auf Instagram erzählt. Da könnt ihr mir übrigens auch folgen. Da ist es nochmal anders auf Insta. Da nehme ich euch ja immer mit. Da habe ich euch zum Beispiel heute auch gezeigt, dass der Luki einen Wettkampf hatte beim Boxcamp. Das ist halt aktueller. Also sehr lustig, was ich euch da zeige. Und da seht ihr immer, was bei uns so läuft. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da auch vorbeischaut. So, und jetzt habe ich genug gequatscht. Ich mache jetzt hier mal weiter und dann sehen wir uns später wieder. Jawohl. Und da sind sie, unsere Treppengitter. Ja, ich bin gespannt, wie lange die hier noch stehen werden. Am besten, ich mache es selbst dran, denn es ist super wichtig. Aber meine Männer, ja, sind da nicht so, dass sie da Lust drauf hätten, das zu befestigen. Deswegen, selbst ist die Frau, das wird auf jeden Fall gemacht. Nicht wundern, dass hier das Kabel so hängt, aber der Staubsaugroboter ist hier noch rumgefahren, unser Zacko. Den habe ich tatsächlich hier oben und ich habe den schon seit dem Sommer. Der ist richtig cool, ich habe mir die App auch runtergeladen, also der kann einiges. Der saugt nicht nur hier total gründlich durch, sodass ich das bei der App kontrollieren kann, wo er überall war, sondern der wischt auch. Also das ist wirklich super praktisch, ich finde den so genial. Vielleicht ist es auch ein Tipp für euch, falls ihr da noch eine längere Review dazu möchtet, kann ich euch das sehr, sehr gerne mal abdrehen. Also ja, ich finde ihn genial. Falls ihr sowas noch sucht, dann schaut gerne mal unten in die Infobox. So, jetzt gibt es noch einen Saft für meine Jungs. Und zwar ein Granatapfelsaft. So, let's go. Okay, ich würde mal sagen, es war sehr mutig mit den frischen Klamotten, aber es ist Gott sei Dank nichts passiert. So, ich teste das Ganze mal. Mega.
So, meine Lieben, ich stelle euch mal ganz kurz hier ab. Ich wollte mich nämlich noch ordentlich von euch verabschieden. Und zwar geht es jetzt für mich zu einem Klassentreffen meiner damaligen ersten Klasse. Ja, es ist tatsächlich schon ein paar Jahre her. Wer hätte es gedacht? Jedenfalls bin ich total gespannt, wie der Abend so wird. Ich habe nämlich ein paar schon ganz, ganz lange nicht mehr gesehen, weil die einfach weggezogen sind. Und ich sehr gespannt bin, was sie so erzählen, was sie so in ihrem Leben gemacht haben. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir sehr, sehr gerne. Schreibt mir in die Kommentare, hinterlasst mir euer Feedback, da freue ich mich ja immer riesig drüber. Ihr könnt den Kanal natürlich auch kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Und ansonsten würde ich euch, wie gesagt, alle Produkte mal unten in die Infobox verlinken, von denen ich jetzt so erzählt habe. Ich liste euch auch nochmal alle Rabattcodes auf, damit ihr nicht lange danach suchen müsst. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Jetzt wünsche ich euch nur das Beste und hoffe, bis bald. Tschüss!